Was stimmt denn da nicht? Oh, ist schon 8:15. Huch. So. Rubine. Wo gab es denn immer die meisten Rubine? Hier einmal und dann bis da hinten hinschwimmen. Ja, er macht immer noch diesen komischen Trick. Das macht er... Eigentlich war das so geplant, dass er das nur macht, weil ich da nicht hinkomme. Okay, weil er abgesperrt ist. War doch schon immer abgesperrt. Ich meine eigentlich nicht. Kitty Cat. Kitty Cat. Miau. Ah, süß. Miau. So, gut. Unsere Aufgabe, wie gesagt, wir müssen erstmal Rubine sammeln. Ich bin sehr gespannt, wie das ganze Let's Play laufen wird. Natürlich, also wirklich natürlich, dadurch, dass es jetzt das dritte Mal ist, beim ersten Mal haben wir nur die Story durchgespielt, beim zweiten Mal haben wir die 100% auch noch mehr oder weniger geknackt. Das Einzige, was wir weggelassen haben, das waren die Geisterseelen, weil ich keinen Bock hatte, alle einzeln aufzusuchen. Aber in Twilight Princess HD wurde es wohl irgendwie leichter gemacht, die zu sammeln, und ich würde fast sagen, das ruft richtig. Das schreit danach, ein 100% Run zu werden. Oh yeah. 100% Twilight Princess HD. Leute, wir ziehen's durch. Twilight Princess haben wir schon mal auf 100% gemacht. Wir werden es auch noch ein zweites Mal schaffen. Kein Problem. Da ist irgendwas runtergefallen. Jo. Eventuell wissen die meisten schon... Das ist jetzt auch ein bisschen doof. Ich habe hier das Mikrofon... Fiel mir gerade selber auf. Einige werden jetzt wissen, was ich vorhabe. Da wir ja Geld suchen. Das Schnellste ist natürlich da über ein... Das ist aber nicht die Ego-Perspektive. Ist aber schon mal schön, dass es jetzt hier so ein Dings gibt. Oh, bleib doch mal stehen. Scheiß Huhn. Dankeschön. Sehr geil. So, damit können wir jetzt nämlich einfach hier rüber. Hui. Ja, da hätte man nochmal dran arbeiten können. Guckt mal, Link hält das Huhn nicht mal. Das, ja. Okay, lassen wir mal so in den Raum gestellt. Das ist mir vorher nie aufgefallen. Ein blauer Rubin, du erhältst 5 Rubine. Ey, das stand ja gar nicht. Da stand nur, du erhältst 5 Rubine. Was? Ihr habt den Standardspruch gelöscht? Das war nicht geplant. 48 Rubine sollte eigentlich reichen, wenn mich nicht alles täuscht. So, ihr Korb ist weggetrieben, ne? Ah, hallo Lukas. Du möchtest die Angel haben, die Colin für dich gemacht hat? Was? Entschuldige, aber kann ich dich vorher um etwas bitten? Du hast nicht zufällig einen Weidenkorb im Fluss treiben sehen, oder? Einen geflochtenen Korb, in dem man zum Beispiel ein Baby legen kann? Ich frage mich, wohin er wohl getrieben sein kann. Also in Anbetracht der Tatsache, ja, dass da hinten ein Auffang ist, kann ja eigentlich nie so weit getrieben sein. Egal. Gut. Müssen wir nicht mit ihm hier sprechen? Ja. Hey, Lukas, hallo. Du kannst von da unten mit mir reden, wenn du dich mich mit ZL ansiehst und gleichzeitig A drückst. Natürlich, mache ich auch jeden Tag. Ja, genau, so macht man das. Jetzt verstehe ich euch auch gleich viel besser. Na klar. Du solltest den Gören auch mal erklären, dass man lauter sprechen kann, wenn man jemanden mit ZL anvisiert und dann A drückt. Übrigens, Lukas, du könntest auch einfach den Efeu verwenden, um hier hochzuklettern. Nee. Echt jetzt? Siehst du, schon bist du da. Übrigens, ist das da drüben nicht die Katze von Zaira aus dem Laden? Die sitzt schon die ganze Zeit neben meinem Haus und starrt auf den Fluss. Ob sie wohl nach Fischen sucht? Ha, aber ohne Angel wird sie wohl kaum einen erwischen. Na egal, eigentlich wollte ich dir sowieso etwas ganz anderes sagen. Schau dir mal das Gras da drüben auf dem Felsen an. Ist das nicht die Sorte, auf der du immer flötest? Ich habe mir gedacht, das interessiert dich vielleicht. Ist schließlich ein ungewöhnlicher Ort, um Gras zu suchen. Du schaffst doch sicher mit Hilfe von L nach oben hinüberzuspringen, oder? Für dich doch kein Problem. Nein, für mich doch nicht. Boing, siehste. Nee. Von hier aus komme ich nur an die Honigwaben dran, wenn mich nicht alles täuscht. Übrigens, guck mal auf links eine Handfläche.
auf seine rechte Handfläche. Also theoretisch gesehen wäre es seine linke, ist aber die rechte, weil ist ja gespiegelt. Guckt euch das mal ganz genau an, da ist nämlich das Triforce drauf. So, siehst du, da kommen wir nicht dran, aber wir können hier. So, und... Bam. Der arme Falke. Er da unten ist jetzt ein bisschen bedrückt, weil eigentlich wollte er das machen, aber er hat es nicht hinbekommen. So, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nicht runterfallen, nicht runterfallen. So, und hier das Ganze nochmal. Das sieht einfach so geil aus. Könnte auch daran liegen, dass ich einen fetten Fernseher habe. Mysteriös. Sehr schön. So, jetzt klauen wir dem Affen da mal, was der hat. Achtung. Yeah. Dankeschön. Netter Falke. So, jetzt mit dem Korb einfach zu, ich weiß nicht, wie sie heißt. Das ist sehr vorteilhaft, nicht wahr? So. Oh, da hat jemand das Schild neu aufgebaut. Habt ihr gesehen? Oh, Lukas, da ist ja der Korb. Hast du ihn extra für mich gesucht? Danke, vielen Dank. Ach ja, bevor ich es vergesse, ich habe da etwas, was ich dir geben wollte. Kommst du kurz mit mir? Den Weidenkorb könntest du auch mitbringen, wenn es dir nichts ausmacht. Ja, ja. Immer diese Schwangeren, ne? Alles gut. Das ist so ein... Vielen, vielen Dank, Lukas. Ach ja, da war doch noch etwas, was ich dir geben wollte. Also gut, hier für dich. Du erhältst die Angel, eine einfache Angel mit Pose. Lege sie im Item-Bildschirm auf Y, X oder R. Wirf sie mit dem entsprechenden Knopf aus und halte ihn erneut gedrückt, sobald ein Fisch angebissen hat. Wolf, wieder bricht sich die ganze Zeit. Entschuldigung, ich muss die ganze Zeit gehen, ich weiß auch nicht wieso. Du kannst auch ohne Köderfische fangen. Manche Arten beißen aber nur an, wenn du einen Köder hast. Sie ist zwar sehr einfach, aber mein Sohn Colin hat sie selbst gemacht und sein Vater hat ihm dabei geholfen. Vielleicht hast du ja gelegentlich Lust, sie mal auszuprobieren. Ja, und wir werden sie auch ausprobieren müssen. Das gehört nämlich alles zur Anfangsquest so ein bisschen dazu. Denn das hier ist der Laden. Also für diejenigen, die das Spiel nicht kennen, wo ich eigentlich mal davon ausgehe, dass das nicht so viele sind. Die hätten sie nicht in HD machen müssen. Du hier, Lukas? So eine Überraschung. Willkommen. Sag mal, hast du nicht zufällig meinen Kater auf dem Weg hierher gesehen, oder? Du hast nicht zufällig... Doch. Gestern Abend habe ich ihn zuletzt gesehen. Seitdem kommt er nicht mehr heim. Ich bin ganz krank vor Sorge. Ich kann gar nichts anderes mehr denken. Was soll ich nur tun? Ihr seht schon, es bringt nichts. Weil sie würde uns eh nichts verkaufen, weil sie die ganze Zeit total deprimiert ist. Und ach ja. Also müssen wir jetzt... Moment. Ausrüstung. Hey! Das ist aber nie, jetzt nicht die Ausrüstung. Ne, Karte lassen wir mal drinnen. Drinnen. Das ist die Allgemeinkarte. Ah, okay. Muss man auch erstmal wissen. Gut, hat sich also alles ein kleines bisschen geändert. Ja, gut. Ist logisch, ne? Muss ja so. Oh, guck mal, Rubin. So, Kitty Cat. So, pass mal auf. Ja, wie ist denn das Angeln hier eigentlich? Ich meine, ich habe das immer nur auf der Wii gespielt. Mit der Bewegungssteuerung. Sieht nicht allzu sehr anders aus als auch auf der Wii. Aber, naja. Eine Grünkieme, 28 cm. Ein beliebter Fisch, den man überall finden kann. Und da würde mich jetzt mal interessieren, weil ich bin der Meinung, in jedem der drei Let's Plays war die Grünkieme zu Anfang 28 cm groß. Die Blicke von Link, das ist doch... Also diese richtig blöden Blicke, diese... Und so.
Die wurden übrigens extra ins Spiel programmiert. Ja, damit das Spiel nicht ganz so extrem streng rüberkommt. Weil es ist ja halt ein ziemlich düsteres Spiel und ja, die wollten das halt ein bisschen damit auflockern und deswegen, damit Link halt nicht so böse aussieht. Ja. Deswegen programmiere ich einfach einen, der so. Da, Katze ist wieder da. Ah, Lukas, das musst du dir anhören. Es ist völlig unglaublich. Mein kleiner Lukas ist zurückgekommen. Und stell dir vor, er hat sogar einen Fisch mitgebracht. Er hatte sicher Angst, dass ich sonst sauer auf ihn bin. Sieh ihn dir nur an. Ist er nicht süß, wie er so friedlich seine Milch trinkt? Du solltest auch einen Schluck probieren. Und weil ich heute so glücklich bin, geht diese Runde sogar aufs Haus. Ah, die Flaschen haben sie auch gleich ein bisschen umgeändert. Sehen besser aus. Du erhältst eine halbe Flasche Milch. Lege sie auf und trinke sie, um bis zu 3 Herzen wieder aufzufüllen. Ist die Flasche leer, kannst du mit Hilfe von Blablabla wieder was hineinfüllen. Also, im Original kam dann noch so, hä, aber sie ist ja leer. Ist nur noch halb voll. So. Aber nein, die leere Flasche musst du nicht zurückgeben. Verwende sie ruhig, um etwas anderes hineinzutun. Ich glaube nicht, dass du so etwas machst, aber die jungen Leute heutzutage werfen ja immer gleich alles weg. Also, was kann ich für dich tun? Was kann ich dir verkaufen? Wenn du willst, dann schau dich mit Hilfe von blablabla wenig um. Schleuder, 50 Kugeln. Zu Anfang gleich 50 Kugeln, waren das im Original nicht 30? 30 Rubine, Kinderspielzeug, aber Achtung, Treffer können böse wehtun. Die Schleuder kostet 30 Rubine. Willst du sie kaufen? Jupp. Dass du ausgerechnet eine Schleuder kaufst, haben dich etwa die Kinder dazu überredet? Nein. Ach ja, bevor ich es vergesse, wenn dir die Kugeln ausgehen, kannst du auch Kürbiskerne als Munition verwenden. Du erhältst die Schleuder. Lege sie im Item-Bildschirm auf blablabla, maximal trägst du 50 Kugeln. Halte den Knopf gedrückt und ziele mit L oder Gamepad, lass los, um zu schießen. Du kannst dein Ziel auch mit ZL anvisieren. Okay, brauchen wir aber nicht. So, gleich mal wieder raus. Junge, Junge, Junge. Oh, schon 32 Minuten um. Geht das doch schneller, als ich dachte. So. Da war's. Ach, guck mal, da haben wir auch gleich die Milch. Ach, das ist... Okay, es gibt also 4 Flaschen. Das erkenne ich doch sofort. Fast. Das sind wahrscheinlich alles die Items. Moment. Das sind wahrscheinlich die Rüstungen. Was das ist, weiß ich nicht. Das hier könnten aber auch die Schwerter sein. Nee, Schwerter gibt es nur 1. 3. Ja, doch 3. Hm. Ja. Ich wollte doch eigentlich die Schleuder ausrüsten. So. Kann ich ansonsten... Nee, nur 3 Dings. Wofür braucht man B? Achso, B braucht man dann für Schwert, ja. Macht Sinn. Macht Sinn. Scheiße. Das war jetzt peinlich. Oh. Was? Hey. Lukas, genau richtig. Ich bin fertig mit der Arbeit und habe es in ein Zimmer gebracht. Ah, und du hast die Angel abgeholt. Da wird sich Colin freuen. Und man kann wirklich erstaunlich gut mit ihr angeln. Also dann bis später. Jo, bis dann. Okay. Ah, okay. Hat sie sich geduckt, was sie das hier sehen. Puff. Ich finde das immer noch so witzig. Was ist das denn? Die Schleuder. Ja gut, also es gibt einmal die Ego-Perspektive und es gibt, das wollte ich noch gar nicht. Und, ja, die übliche Ansicht. Mit Fadenkreuz, was für mich auch wahrscheinlich praktischer ist. Sehr gut. Okay, wir haben die Schleuder, die Kinder sind glücklich, hoffe ich. Oder? Ah, Lukas, du hast ja eine Schleuder. Wo siehst du das? Super, Lukas, du hast sie also gekauft. Hätte ich es mal nicht gemacht. Ernsthaft. Wow, ist das detailliert. Alles vorbereitet. Also an den Zielscheiben und den Vogelscheuchen kannst du uns zeigen, wie toll die Schleuder funktioniert. So ein Kinderkram. Es sind eben noch Kinder, Lukas. Mach ihnen einfach eine Freude. Du freust dich doch selber drüber. Okay.
Wahnsinn, getroffen, getroffen! Alter, ich bin Schütze. In der Gebrauchsanweisung steht, man kann die Ziele in der Nähe mit Hilfe von ZL anvisieren. Na also, die interessiert sich auch dafür. Ja, warum? Easy. Okay, die nächsten. Oh Mann, ich verballer hier meine Munition, nur damit die eine Freude haben. So. Wow, super. Wow, danke, Lukas. Ist immer wieder komisch, meinen eigenen Namen auszusprechen, wisst ihr? Du bist wirklich fantastisch, Lukas. Ich weiß. Übrigens, Lukas, hat Collins Vater nicht eben irgendetwas gebracht? Ah ja, genau, aber was ist es eigentlich? Los, zeig schon. Nein. Was machst du denn da an Epona? Du hast meine Angel abgeholt. Ich bin so stolz, dass du sie verwendest. Lukas, du hast doch heute frei, oder? Ja, hab ich. Nee, Moment. Ich war heute arbeiten. Verdammt. Morgen muss ich auch arbeiten. Morgen ist Samstag. Ärgerlich. Na gut, kann man nicht ändern. Oh, eine fette Truhe. Oh, die sehen geil aus. Sogar von innen sehen die richtig geil aus. Du erhältst das Holzschwert. Es ist sehr gut gepflegt. Um es zu verwenden, musst du einfach nur B drücken. Geht nicht. Geht nicht. Das ist eine Frechheit. Schade eigentlich. Schade Marmelade. Ja. So. Ja, das Holzschwert. Oh, ich freue mich schon auf unsere ersten Gegner. Das wird so gut. Hey Lukas, das ist ja ein Holzschwert. Nein. Ah, tatsächlich. Du musst es aber auch musst du uns aber auch ein paar Tricks zeigen. In letzter Zeit sind die Affen hier so frech, aber ich werde sie alle fertig machen. Du musst mir nur zeigen, wie man mit dem Schwert umgeht. Ja. Hurra! Und damit beginnt das Ende. Super, also zeig uns zuerst eine Attacke. Muss man da nicht einfach durch Drücken von B das Schwert schwingen? Super, ein horizontaler Hieb. Fantastisch, oder? Ja, ja. Wenn du mit Hilfe von ZL den Gegner anvisierst, kannst du übrigens mit B einen vertikalen Hieb ausführen. Und als nächstes? Ah, ich weiß, Lukas, zeig uns diesen tollen Trick, wo du mit ZL ziehst und dann L nach vorne drückst, bevor du B verwendest, um zuzustechen. Los, zeig uns eine Stichattacke. Stichattacke oder irgendwie so. Stichattacke, so heißt das doch. So. Wahnsinn, Lukas. Aber jetzt möchte ich auch einen deinen Spezialtrick sehen, du weißt schon. Die Wirbelattacke. Wirbelattacke? So heißt sie doch, diese starke Attacke, wo du dich im Kreis drehst. B gedrückt halten, dann loslassen. Mehr ist da doch nicht bei. Alter, dieser Idiot. Super, danke Lukas, ganz toll. Echt spitze, dass du mit uns spielst, wo du doch sicher auch viel zu tun hast. Einer fehlt noch. Zum Schluss musst du uns noch die Sprungattacke zeigen. Wo du durch die Luft fliegst und dann zack. Das ist doch die, wo er den Gegner mit ZL anvisiert und gleichzeitig A drückt. Wow. Aber alle reagieren gleich. Sogar Maru und der so. Der macht das ja so und so. Puff. Wow. Echt super, Lukas. Herzlichen Dank. Ich denke immer, ich weiß jetzt, wie es sich macht, aber selbst kriege ich es nie so hin. Naja, einen einfachen Gegner könnt ihr schon besiegen. Vielleicht einen Affen oder so. Warte! Schiebt uns einfach besser. So ganz schlimm. Okay, schnell hinterher. Das kann nicht gut enden. Das kann absolut gar nicht gut enden. Moment, ich brauche Epona, glaube ich, dafür. Ja, können wir uns gleich holen. Das Bild wird schon wieder unscharf von der Facecam. Oder? Nee. Optische Täuschung. Ja. Betty? Taro und Maru sind weg, sie wollten den Affen jagen. Unglaublich, diese beiden. Kommst du da eigentlich noch mit? Die Augen von ihr sehen gerade so ein bisschen merkwürdig aus. Sie hat eine sehr hohe Stirn. Die Augen sind gerade so total schläfrig irgendwie. Egal, egal. Nehmen wir alles so hin. Es ist so geil, wie scharf das hier eigentlich so ist, ne?
Taro ist ganz tief in den Wald gegangen. Bitte suche ihn, Lukas. Du musst ein bisschen lauter sprechen. Weißt du? Bis die Worte von dir da unten zu mir hochkommen, ne? Das ist. Okay, es ist jetzt eventuell ein bisschen fies gegenüber kleinwüchsigeren Leuten. Aber bei Maro kann man eine Ausnahme machen. Das sieht so geil aus mit den Steinen sogar hier.